Seit dem Frühjahr dieses Jahres sind die Bergbahnen in Sölden mit der Errichtung der neuen Gigijochbahn beschäftigt. Ja, wir sind schon sehr weit, aber es ist immer noch natürlich viel Arbeit. Gerade am Schluss kommt sehr, sehr vieles zusammen, viele Handwerker, viele Mitarbeiter. Und ich hoffe, dass wir zeitgerecht dann Ende November eröffnen können. Es war ja bekannt, dass durchaus Wartezeiten bei der Gigijochbahn waren. Und wir haben natürlich mit dieser neuen modernen Bahn die leistungsstärkste Zubringerbahn weltweit mit 4.500 Personen die Stunde. Und wenn man bedenkt, dass die alte Bahn 2.800 gehabt hat, ist das natürlich ein Meilenstein in der Geschichte der Bergbahnen.